So, und damit geht's weiter bei Red Faction Guerrilla. Wir haben uns letztes Mal hier mit einem Kurier rumgeschlagen, der immer wieder verschwindet. Und hier ein Denkmal zerstört, das nicht jedes Mal wieder verschwindet. Deswegen machen wir jetzt hier Zerstörungsziel Monument. Und Urwichtigkeit Hendricks Halle. Und was ist sonst noch drumgestellt? Ja, wir haben auch schon ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen von den EDF-Lern. Oh ja, halt Schild vor dich, das wird dich vor einem anrollenden Fahrzeug beschützen. Ja, wir haben zwei Tote. Und ein Schallgewehr. Ich weiß nicht, was es macht. Ich habe lieber ein leeres Schallgewehr als eine der anderen Spielzeugwaffen dabei. Kann man hier nicht mal in Ruhe das Gebäude einreißen? Jetzt wird schon wieder behauptet, es wäre kaputt und dabei steht es noch. Jetzt können wir über die Vernichtung von irgendetwas anderem reden. Was liegt denn da drunter? Steig ein. Das ist Schrot. Naja, immer noch besser als leer. Einmal nachladen, bitte. Jo. Habt ihr jetzt irgendeine vernünftigere Waffe? Sieht nicht so aus. Ja, Plastikpistole. Oh, die sind ja richtig aufdringlich dieses Mal. Also im Sinne von einige. Schallgewehr. Sniper Rifle. Ich habe aber leider gerade nichts dabei, was sehr schnell sehr viele tötet. Gott. Schallgewehr. Ich weiß nicht, was die Kerle in Weiß hier so machen. Ah, endlich. Ja, auf jeden Fall nachladen. Wobei, was soll ich mit 32 Schuss? Hier habe ich, wenn ich gut ziele, 19 Kills dabei. Das heißt, ich müsste bei dem Maschinengewehr mit mehr als jeder zweiten Kugel töten. Realismus, bitte. Ja, komm, das Fahrzeug fahre ich eh nicht weit. Ich hätte gern ein schwereres gehabt, aber... Ja. Oh, da sehe ich ein schwereres. Guck mal hier, der kommt nicht mal durch Zäune durch. Das. Stopp. Einmal nachladen, bitte. Okay, es wird nicht nachgeladen. Ach, du kannst auch gerne vorbeifahren. Ganz beruhigt. Wird nichts passieren. Ist nichts los. Eine Kamera dabei? Kann das reich werden?
Guck mal, ich kann sogar rückwärts. Klirr, knirsch. Das Gebäude hat schon gelernt und hat sich direkt ganz hingelegt, das ist schön. Ja, wasten wir hiervon mal ein bisschen. Das braucht ihr nicht mehr, das braucht ihr nicht mehr. Ja. Oh, ich habe den Zaun getroffen, wie ärgerlich. Ich wollte natürlich dahin ziehen. Der scheiß Zaun. Kann echt nicht wahr sein. Wir zerstören ein Gebäude auf Distanz. Ja, schon. Ah, schon komplettes Loch durch. Wie empfindlich einige EDFler doch sind. Ach komm. Das Gebäude ist viel zu wertvoll, um es nicht zu zerstören. Okay. Unser Leben ist aber auch viel zu wertvoll, um deswegen so etwas zu verlieren. Jo! Überhaupt nicht unruhig die Kamera hier. Liegt auch gar nicht daran, dass gerade neben uns ein riesen Gebäude eingestürzt ist, das irre viel wert war. Ich habe das Gefühl, die EDF fand das nicht lustig. Ich muss vorher noch die Scharfschützen leider leer schießen. Jupp, eins, zwei. Ein. Zwei. Drei. Schallgewehr? Ach nö. Warum jetzt schon wieder ein Gorilla hier? Ja, da kommt Nachschub. Eins. Zwei. Da ist er. Schnell abgetaucht. Sniper-Duell Deluxe. Okay, wo ist das Ding da? Leer, leer, Sniper-Rifle. Sehr schön. Süßigkeitenautomat. Guck die Süßigkeiten aus. Okay. Ich will ja nicht sagen, ich bin albern, aber manchmal bin ich ein bisschen albern. Manchmal. Manchmal auch. Meistens. Eigentlich fast immer. Und die kleine Raupinie Masat ist ausgebaut. Wie gesagt, manchmal. Ja, das war jetzt mehr eine Menge Händchen. Mit Laderaum in die Höhe, aber okay. Auch Kinderlied.
Regierungsgebäude zerstört. Ui, sogar mit Bombe. Was für ein Luxus. Hi. Ja, ihr braucht mir nicht helfen. Ich krieg das Gebäude alleine kaputt. Also natürlich bewundere ich die Einsatzfreudigkeit bei der Zerstörung eurer eigenen Gebäude. Das sieht man nicht oft, aber ich kann das alleine. Ist noch mein Job. Oh, verdammt. Mir jetzt erst ein. Ich kann ja gar keinen Panzer klauen. Aber ich kann es versuchen. Na, na? Fährt da jemand von mir weg? Lass dich klauen, Panzer! Das sieht wirklich so aus, als könnte ich den nicht klauen. Ich finde das so geil, dass der Panzer nicht einfach über mich drüber fährt. Danke. Ich habe das Gefühl, ich sollte langsam von hier weggehen. Die EDF wirkt nicht sehr zufrieden mit dem, was ich hier tue. Man könnte sagen, mittelmäßig angepisst. Was? Schon wieder? Ach komm. Wobei, das ist ein Fahrzeug, das ich klauen kann. Hallo? Nice try, but just a try. Oder nice try and bye. Ich gehe. Ja, nächster Unterschlupf. Klingt zutraulich. Ist hier denn noch irgendwas, was man... Achso, der ist da unten ganz. Ah, nö. Und dann fahre ich lieber nach oben zur EDF-Kommandozentrale. Das klingt viel besser. Man muss ja auch mal fragen, was die Vorgesetzten hier so in diesem Fahrzeug. Vielleicht sehen wir auch unterwegs noch was Interessantes. Und wir haben noch 5 Minuten. Ja. Vorsicht, S-Kurve. Hi. Wusstet ihr, dass das eine S-Kurve ist? EDF, ne? Oh, kann ich den klauen? Deinem Fahrverhalten nach? Nein. Ja, wisst ihr, irgendwann kommt die Zeit, da muss man aufhören zu schießen.
Muss man einfach so sagen. Irgendwann. Irgendwann reicht. Besonders wenn man so eine Spielzeugwaffe hat. Ich hasse die Dinger. Ja, das war mal ein komplettes Einsatzteam der IDF. Das war eine. Das müsste jetzt ein Blutrausch sein. Spätestens jetzt müsste das einer sein. Okay. Ja. Also meine Nanoschmieden-Munition ist leer und ich würde mal sagen, versuchen wir es hiermit, ne? Doch nicht. Ich versuche es mit Tschüss. Zur nächsten. Aber nicht sehr weit. Nein, nicht Gorilla-Verstärkung. Wer will denn Gorilla-Verstärkung? Hört doch mal auf damit. Okay, das war kein Sniper. Der ist eigentlich auf Sniper-Distanz stehen geblieben. Okay. Da bist du. Oh, guckt euch mal die Streuung an. Diese Waffe ist so unmöglich. Wer soll dieses Feuerverhalten denn ernst nehmen? Ganz ehrlich. Ah, setz ihm 6 Schuss in den Rücken. Vielleicht kippt er dann irgendwann mal um. Na ja, komm, das wird mir zu albern. Ich hau ab. Ich bin raus. Bye. Ja, 2x überfahren ist okay. Und mein Feeling von der Zeit her ist genau richtig. Wir haben nämlich jetzt keine Zeit mehr. Dann würde ich mal soweit sagen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir reißen diese Garage noch ein. Ja! Oh, ein explodierendes Fass. Ich bleibe direkt daneben stehen, während jemand ein anderes explodierendes Fass in meine Nähe schießt, um es explodieren zu lassen. Das ist eine ganz tolle Idee und wir geben dann dem Typen die Schuld, der hier um sein Leben kämpft. Das klingt nach einem super Plan, um die Moral zu senken. So, könnte sich der Staub jetzt mal lenken? Also, wir haben da einen. Dann haben wir da was Weißes. Da haben wir irgendwas, was weg muss. Das muss weg. Ich werde hier zu oft getroffen, um vernünftig zu zielen.
Und dir. Oh, ist das eine Rauchfontäne, die da hochgeht? Okay. So, aber jetzt haben wir gerade einen ruhigen Punkt. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.